Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Zuckersteuer, also eine Zusatzbesteuerung von fetthaltigen bzw. zuckerhaltigen Lebensmitteln. Denn dieses Thema wird aktuell ziemlich breit getreten in den Medien. Wie kam es dazu? Ja, diverse Gesundheits- und Diabetesverbände haben so eine Zusatzbesteuerung von ungesunden Lebensmitteln gefordert, denn immer mehr Menschen in Europa bzw. in Deutschland erkranken an Diabetes, besonders an Diabetes Typ 2. Und bei Diabetes Typ 2 ist es so, dass der Körper ja insulinresistent wird. Dadurch, dass wir uns halt viel ungesunde, also zum Beispiel kohlenhydratreiche Ernährung in uns reinschaufeln, muss der Körper viel Insulin produzieren, um den Blutzuckerspiegel ja auszupegeln. Und irgendwann werden die Zellen gegen diese hohe Menge an Insulinresistenz, sie reagieren da nicht mehr drauf und der Körper produziert immer mehr Insulin, damit die Zellen darauf reagieren und irgendwann kommt der Körper damit nicht mehr her, beziehungsweise die Bauchspeicheldrüse und man ja, hat dann schwere Leiden, schwere Symptome. Und diese Form von Diabetes Typ 2 kann dann im schlimmsten Fall zu Diabetes Typ 1 werden. Bei dieser Form des Diabetes ist es so, dass der Körper gar kein Insulin mehr produziert. Und ihr kennt das alle, habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen oder wahrscheinlich von gehört, dass man sich dann spritzen muss, also Insulin spritzen muss, das Hormon spritzen muss, damit der Körper ja den Blutzuckerspiegel senkt. Denn wenn man das nicht tut, dann steigt der Blutzuckerspiegel und natürlich auch andere Werte im Blut so hoch an, dass man dann ins Koma fallen kann und im schlimmsten Fall dann stirbt. Ja, und es ist kein Geheimnis, die Menschen werden immer dicker. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist wirklich so und das hängt halt einfach mit den Essgewohnheiten zusammen. Beispielsweise ist es so, dass in Deutschland über 60% der erwachsenen Männer an Übergewicht leiden. Und bei den Frauen ist es etwas mehr wie 50%. Und Übergewicht ist eine der stärksten Ursachen für Diabetes Typ 2. Es gibt natürlich noch andere Ursachen, ist auch teilweise etwas genetisch bedingt, besonders bei Diabetes Typ 1 ist es stark genetisch bedingt. Denn man kann auch diese Erkrankung von vornherein bekommen, also man hat nicht zuerst Diabetes Typ 2 und hat dann Diabetes Typ 1, nein, man kann auch von vornherein Diabetes Typ 1 bekommen. Ja, und da wollen natürlich die Gesundheitsverbände und Diabetesverbände wollen dem entgegenwirken, die wollen natürlich, dass die Menschen mehr auf ihre Ernährung achten und sich gesünder ernähren und dementsprechend fordern sie eine Zusatzbesteuerung auf ungesunde, auf fettige, auf zuckerhaltige Lebensmittel. Und so ein bisschen kennen wir das ja schon, die Tabaksteuer, ne, gibt es ja auch, oder die Steuer auf Alkopops, und in diesen Bereichen hat man festgestellt, dass besonders bei Jugendlichen der Konsum zurückgegangen ist. Also immer weniger Jugendliche fangen an zu rauchen und die Alkopops werden auch nicht mehr so getrunken wie vor der Besteuerung dieser. Und es gibt auch Beispiele aus anderen Ländern, beispielsweise in Dänemark und in Frankreich gibt es ähnliche Steuermodelle, wo mehr Geld verlangt wird vom Kunden, also vom Bürger auf ungesunde Lebensmittel. Und hier funktioniert es teilweise, dass die Menschen wirklich mehr auf ihre Ernährung achten und sich weniger Junkfood, weniger ungesundes Zeug reinschaufeln. Meine Meinung zu dem Thema ist etwas zwiegespalten. Ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr interessant, so ein Modell einer Zusatzbesteuerung, aber ich bin halt auch der Meinung, man sollte dann halt auf andere Lebensmittel, auf gesunde Lebensmittel, die Steuern etwas senken, denn der Staat zieht uns schon wirklich eine Menge Geld aus den Taschen und da müsste man uns etwas entgegenkommen. Ne? Denn es ist nun mal so, dass Fertigprodukte schnell zubereitet sind. Die sind meistens auch ein bisschen günstiger und manchmal muss es halt schnell gehen. So ist der Mensch aktuell eingestellt und dementsprechend muss der Staat da ein bisschen uns entgegenkommen oder sollte uns da ein bisschen entgegenkommen, dass sozusagen gesunde Lebensmittel etwas günstiger werden. Ne? Dann ist es auch so, dass im Grunde meine andere Meinung auch die ist, dass ich das vielleicht auch ein bisschen Bevormundung durch den Staat finde. Denn jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wenn ich mir bewusst Junkfood und ungesundes Zeug reinschaufel, dann darf ich mich nicht darüber wundern, dass ich krank werde. Das ist meine Meinung. Heutzutage ist, denke ich mal, jeder so weit aufgeklärt, dass er ganz genau weiß, wenn ich jeden Tag in eine Fastfood-Bude gehe, dass das meinem Körper nicht gut tut. Oder aber wenn ich mich wenig bewege, dass das meinem Körper nicht gut tut und ich davon krank werde. Und dementsprechend finde ich das halt auch so ein bisschen Bevormundung durch den Staat. Aber im Grunde ist es eine gute Sache. Grundsätzlich ist die Debatte, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube nicht, dass so eine Besteuerung in Deutschland eingeführt wird. Aber dadurch, dass es in den Medien aktuell ziemlich breit getreten wird, findet es viel Anklang. Viele Menschen, so wie ich zum Beispiel, setzen sich damit auseinander und denke ich mal dann, dass diese sich etwas
besser dann mit der Ernährung auseinandersetzen. Ne? Denn Diabetes ist wirklich eine Volkskrankheit und steigt immer mehr an. Also von der Weltbevölkerung waren es, glaube ich, in den 60er Jahren um die 5%, die an Diabetes erkrankt sind, sowohl Typ 1 wie Typ 2, also insgesamt genommen. Und ich glaube, aktuell sind es fast 9-10% der Weltbevölkerung. Und dazu muss man sehen, dass 1960 viel, viel weniger Menschen auf der Erde gelebt haben, wie es heute der Fall ist. Ne? Also ihr seht schon, das ist wirklich ein ernstes Thema. Und mit Diabetes ist nicht zu spaßen. Das ist wirklich eine Sache, die einen stark einschränken kann. Und dementsprechend finde ich es wichtig, dass man sich halt ausgewogen und gesund ernährt und sich nicht einseitig ernährt. Denn das ist das Wichtigste. Und sich auch bewegt. Denn beispielsweise mit regelmäßigen Sporteinheiten kann man Diabetes Typ 2 etwas verhindern. Und dementsprechend rate ich euch, macht ein bisschen Sport. Und wenn es auch nur einmal in der Woche ein bisschen Joggen ist oder ein bisschen mit Hanteln trainieren, es ist eine gute Sache. Auch ist es so bei der Ernährung. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie in der Kantine, in der Mensa oder am Mittagessen seid, greift statt zu den fettigen Pommes mal vielleicht eher zum Reis. Oder aber beim Nachtisch nicht zum Vanille- und Schokopudding, sondern vielleicht eher mal zu einer Banane oder aber zu einem Apfel. Ist, denke ich mal, eine gute Alternative und besonders eine gesunde Alternative. Und schon mit so kleinen Dingen kann man wirklich eine Menge an seinem Körper ausmachen. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie steht ihr dem Ganzen gegenüber? Also seid ihr für eine Zuckersteuer? Findet ihr das Modell, den Grundgedanken einer erhöhten Besteuerung von ungesunden Lebensmitteln gut? Da gibt es ja diverse Modelle, zum Beispiel eine Lebensmittelampel oder sowas wäre vielleicht ein guter Anfang. Oder aber findet ihr wirklich, das ist eine Bevormundung durch den Staat? Ich kann selber darauf achten, was ich esse, und die Leute, die nicht darauf achten, die sollen sich, weiß ich nicht, zum Teufel scheren. Denn ja, mein Körper ist mein Tempel, und dementsprechend, wie ist eure Meinung zu dem Thema? Seid ihr für eine Zuckerbesteuerung oder seid ihr dagegen? Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten war's das. Wir sehen uns die Tage. Vergesst nicht, mich auf Facebook zu besuchen unter www.facebook.com/infitnesstv und auch bei Instagram unter RaphaelFit. Wir sehen uns. Haut rein.